in der Hölle von Craiova bestehen? Das ist die Frage, die in den nächsten 90, möglicherweise 120 Minuten hier heute entschieden werden soll. Guten Tag, meine Damen und Herren. Fußball-Europapokal in Craiova ist ein Ereignis, etwas ganz Besonderes, vielleicht sogar etwas Einmaliges. Ich jedenfalls habe in den vergangenen Jahren, da ich den ersten FC Kaiserslautern noch einige Male ins Ausland begleiten durfte, Ähnliches wie hier noch nicht. In der rumänischen Provinz, genauer gesagt in der kleinen Walachei, sprengt in jedem Fall den üblichen Rahmen. Um 9 Uhr Ortszeit wurden die Stadiontore geöffnet, schon um 10 Uhr waren die Ränge bis auf den letzten Platz gefüllt. Das heißt, seit 4 Stunden oder noch länger warten die rumänischen Fans auf den Anschluss dieser Partie. Nun gleich werden wir dann auch erleben, ob sich diese enorme Begeisterung südländischer Prägung auch auf die einheimische Mannschaft überträgt und der von dieser Kulisse, von dieser Stimmung einschüchtern lässt, nicht unbeeindruckt werden Briegel, Neues, Melzer, Bremer und wie sie alle heißen, sicherlich nicht sein. Die Ausgangsposition der Gastgeber ist besser als die des FCK. Ein 1:0 reicht Universitatea Craiova zum Weiterkommen. Der Optimismus, die Zuversicht, wie schon zweimal im diesjährigen Wettbewerb eine Auswärtsniederlage hier zu Hause wieder wettmachen zu können, ist riesengroß und genährt werden diese Hoffnungen vor allem dadurch, dass Balac wieder mitwirken kann. Er war für das Vorspiel gesperrt. Balac mit der Nummer 8. Angeblich zurzeit der beste Fußballer Rumäniens. Er soll die spielerischen Akzente besetzen. Und als Gegenspieler dieses Mannes wurde von Trainer Rudi Kröner herausgedeutet. Wolfgang Wolf, sicherlich die schwierigste, eine geradezu undankbare Aufgabe für den jungen Mann mit der Nummer 2. Und gleich am Ball Balac. Kaiserslautern gibt sich selbstbewusst, man traut sich zu. Hier sehen Sie die Aufstellung. Ich werde sie Ihnen nachher im Einzelnen noch einmal sagen. Kaiserslautern traut sich zu, dass für das Halbfinale notwendige Unentschieden zu holen. Hier übrigens die Aufstellung von Universitatea Craiova. Man wird sich dieses Unentschieden erkämpfen müssen. Es wird ein hartes Stück Arbeit, aber das wissen die Profis natürlich auch. Die zwei, Negrila gegen Bongard. Und die erste Ecke für die ganz im Wald spielenden Rumänen nach gespielten 45 Sekunden. Man will vermeiden, sich in die Deckung zurückdrängen zu lassen. Das will jede Mannschaft bei einem Auswärtsspiel. Ob das gelingt, das werden sicherlich die nächsten Minuten zeigen. Der Kapitän und Libero der Mannschaft, Stefanescu mit der Nummer 6 und Rainer Geier. Eilenfeld, Bremer, Elzer. Thomas Alop, Kamataru, Donose, die Nummer 10, der Gegenspieler von Rainer Geier. Kamataru, körperlich äußerst stark. Lauffreudig. Wolf. Und Freistoß für den ersten FC Kaiserslautern. Balac geschoben. Der Schiedsrichter heißt Keith Stewart Hackett, ein Engländer. Ich denke, dass der kaufmännische Direktor aus Sheffield gut daran tut, hier zunächst die Regeln einmal sehr, sehr eng, sehr, sehr kleinlich auszulegen. Das zweite Foul gegen einen Kaiserslautrer, genauer gesagt gegen Thomas Alofs. Und hier ist er, der Mann in Schwarz, Keith Hackett, seit 2 Jahren FIFA-Schiedsrichter. Bongard. Auf Nilsson,
und Torhüter Lung, 1,93 Meter groß. Cicleanu mit der Nummer 5. Rudi Kröner hat seine Stürmer in der Mannschaftssitzung darauf hingewiesen, den Gegner bereits in dessen Hälfte zu attackieren, auf jeden Fall zu vermeiden, dass das Spiel in der Hälfte oder genauer gesagt vor dem Tor des ersten FC Kaiserslautern sich abspielt. Für die Pfälzer geht es ja nicht nur um die Ehre, erneut in die Runde der letzten vier in diesem Wettbewerb vorzudringen. Der Verein braucht diese zusätzliche Einnahmequelle, um die hohen Investitionen der Vergangenheit auszugleichen, zumal es in der Meisterschaft ja bisher nicht wie gewünscht lief. Krisan, ein flinker Rechtsaußen, mit ihm beschäftigt sich Dusek, die Nummer 4. Werner Melzer, der Libero. Und Andreas Brehme, im Vorspiel beim 3:2 vor 14 Tagen zweifacher Torschütze gegen Craiova. Kamataru versucht, Riegel aus dem Deckungszentrum herauszuziehen. Alof, Bongard, Wolfgang Wolf, Dusek. Etwas zu weit für Bongard. Balac und Wolfgang Wolf immer maximal 2-3 Meter von ihm entfernt. Donnersee, da hätte man auch auf Freistoß entscheiden können, gegen Brehme und Torhüter Reichel. Vielleicht doch einmal ganz schnell noch einmal die Aufstellung des ersten FC Kaiserslautern. Reichel im Tor, Wolfgang Wolf mit der 2, Briegel trägt die 3, Michael Dusek die 4, Werner Melzer als Libero mit der Nummer 5 und ein schweres Foul von der Nummer 3, das ist Tillyhoy gegen Torbjörn Nilsson mit der Nummer 9, Andreas Brehme die 6, Eilenfeld 7, Geier 8, Bongard 10 und Alof 11, sicherlich die im Moment bestmögliche Formation für den Bundesligisten. Das heißt aber nicht, dass alle auch in bester Verfassung sind. Das hat sich zuletzt am vergangenen Samstag beim 3:2 gegen Werder Bremen beim 2:1 gegen Werder Bremen deutlich gezeigt. Die Rumänen gehören fast alle zum Kreis der Nationalmannschaft. Die herausragenden Spieler, Balac, die Nummer 8, ich habe ihn schon genannt, Kamataru, der Mittelstürmer mit der Nummer 9, Libero und Kapitän Stefanescu, die 6 und schließlich Torwart Lung. Geier, Eilenfeld, Regel, gut gemacht. Jawohl, ein guter Schuss von Norbert Eilenfeld aus etwa 22, 25 Metern. Sicherlich besser, als noch einmal ein Dribbling zu versuchen, dieser Distanzschuss. Ein Wort vielleicht auch noch zu den äußeren Bedingungen. Das Wetter hervorragend, frühlingshaft, die Temperaturen mögen etwa um 10 Grad Celsius liegen. Über den Platz haben sich die Bundesliga-Profis anlässlich eines kurzen Trainings gestern Abend lobend geäußert und das will schon etwas heißen. Daran kann es also nicht liegen.
Masalov. Nilsson. Sowas kann passieren. Ehrenfeld, Melzer, Bremer, Dusek, Andreas Brehme, der ja das Punktspiel gegen Werder Bremen wegen der vierten gelben Karte nicht mitmachen konnte. Im Vorspiel beim 3:2 wohl mit der beste Mann beim ersten FC Kaiserslautern. Jetzt Balatsch. Geier ist bei ihm. Bongas. Gefährlich, was Geier und Dusek da machen. Aber es ist gut gegangen. Dusek, Bongard, mitgelaufen in der Mitte, nur Thomas Alof bietet sich jetzt an. Und ein Schieß, ein Schussversuch wollte ich sagen. Er wurde ein bisschen zu weit abgedrängt. Hier die Bank des ersten FC Kaiserslautern. Mit den Reservespielern Kitzmann, Flab, Hübner, Neues und dem Ersatztorhüter. Donosee. Wolf, jawohl. Er könnte es alleine versuchen, ganz allein, jawohl. Und ein ganz böses Foul, von der Nummer 6, von Libero Stefanescu. Und das hätte man eigentlich auch mit der roten Karte bestrafen können. Kein Zweifel, die zweite gelbe Karte insgesamt gesehen für den Libero von Universitatea Craiova. Das heißt, in jedem Fall ist er beim nächsten Europapokalspiel seiner Mannschaft nicht dabei. Ein übles Foul, ich muss es wiederholen. Eine sogenannte Notbremse. Stefanescu, ein erfahrener Mann, mehrfacher Nationalspieler, hat die Gefährlichkeit der Situation erkannt, konnte sich nicht anders helfen als mit diesem üblen Foul. Und hier ist er noch einmal der Sünder. Nur zu hoffen, dass Wolfgang Wolf, hier übrigens die rumänische Bank, dass Wolfgang Wolf, der ja immer noch ein bisschen angeschlagen ist von einer Fußverletzung, in alter Frische weitermachen kann. Das wäre natürlich ein schwerer Schlag für den ersten FC Kaiserslautern, wenn sein Sonderbewacher schon nach 10, 12 Minuten ausfallen würde. Strafraum herankommen lassen. Zum ersten Mal hat Balatsch seine Gefährlichkeit aufblitzen lassen. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie mich nicht so genau verstehen können, so gut hören können, wie Sie das vielleicht gewohnt sind,
Die rumänischen Techniker hier sind sehr bemüht um uns. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es am Mikro, vielleicht liegt es an der Leitung, aber besser kann es nicht werden. Wir haben das Fenster hier in der Kabine schon geschlossen, damit also die Außengeräusche den Ton nicht noch mehr beeinträchtigen. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Verständnis. Kamataru. Eilenfeld. Bis jetzt geht die Taktik des 1. FC Kaiserslautern auf. Frühes Stören, frühes Angreifen. Die Maschinerie gar nicht erst zum Laufen kommen lassen. Und jetzt, Sie können es vielleicht nicht sehen, jetzt unten am Bildrand, Torbjörn Nilsson wird behandelt. Es sieht aus, als hätte er einen Pferdekuss im Oberschenkel bekommen. Und jetzt wird Bongard ermahnt, doch weiter zu spielen. Und Nilsson ist auch wieder dabei. 15 Minuten gespielt, 0:0 in der Partie zwischen Universitatea Craiova und dem 1. FC Kaiserslautern. Das auch für diejenigen Zuschauer, die jetzt erst nach Hause kommen. Mataru, Cicleanu, Grisan, Cicleanu, gefährlich. Und die erste gute Möglichkeit für die Gastgeber herausgespielt über die rechte Seite und dann abgeschlossen durch den Mittelstürmer, durch Radion Kamataru, auch er Nationalspieler. Wie die meisten seiner Kollegen. Hier ist er. Stefanescu. Negrila. Risan. Weiterspielen. Negrila. Melzer, Susek und Thomas Hallop. Kann sich nicht durchsetzen. Foul, klares Foul, angesprungen den Torhüter. Ich möchte fast sagen, die Aktion galt eigentlich mehr dem Torhüter als dem Ball. Nun, wie hart, wie teilweise unfair die Rumänen zur Sache gehen, das haben zuletzt die Spieler von Girondin Bordeaux erfahren müssen bei ihrer Niederlage, bei ihrem Ausscheiden nach Verlängerung hier in Craiova. Der Trainer sprach nach der Partie nicht von einem Spiel, sondern von einem Straßenkampf. Nun, ganz so schlimm ist es jetzt im Moment natürlich noch nicht, aber auch diese Aktion war sicherlich unfair. Armin Reichel wird behandelt. Ich bin sicher, auch er kann gleich weitermachen. Rudi Gröner am Spielfeldrand.
Melzer. Nummer 3. Ballasch, 26 Jahre alt, 58 Länderspiele hat er bisher absolviert. Stefanescu. Krisan. Balasch. So langsam werden sie gefährlicher, die Aktionen von Universitatea Craiova. In der rumänischen Meisterschaft derzeit Tabellenvierter. Stefanescu. Ungureanu. Ich sagte es bereits in der Einleitung, dieses Spiel, diese 90 Minuten sind ein Ereignis für Craiova, für die Wertigkeit dieses Spiels für Rumäniens Provinz. Nur eine Anmerkung, alle vier Wochen gibt es hier einen arbeitsfreien Samstag. Und diesen Tag hat man heute anlässlich des Spiels auf den Mittwoch vorverlegt. Das sagt, glaube ich, schon alles. Das Fassungsvermögen des Stadions, des Zentralstadions, offiziell 40.000. 45.000 Karten hat man gleich einmal so verkauft. Und weitere 5.000 bis 10.000, so schätzen hier die Leute, sind auf irreguläre Weise hierher noch ins Stadion gekommen, um dieses Spiel mit zu erleben. Donosé, Negrila, Gaye, Wolfgang Wolf macht das bisher sehr geschickt. Er arbeitet nicht nur effektvoll in der Defensive, sondern kann sich auch in das Angriffsspiel einschalten. Und hier hat er etwas zu lange gezögert. Und jetzt zurück. Kamataru. Balasch. Tikleanu, offensiver Mittelfeldspieler. Und wieder Wolf. Was man aus dieser Rolle machen kann, das hat Wolfgang Wolf ja am Samstag bewiesen. Er hat zunächst einmal Uwe Bracht, den Bremer Mittelfeldregisseur, bewacht und dann aber doch noch Zeit und Gelegenheit gefunden, das 1:0 zu erzielen. Andreas Brehme. Foul. Klare Entscheidung. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Rainer Geier hat ein bisschen geschutzt und Freistoß für Craiova. Krisan. Beifall von den Rängen für dieses Kabinettstückchen. Krisan war ja auch erfolgreich beim Vorspiel. Er erzielte das möglicherweise sehr, sehr wichtige 3:2.
Reichel. Nach vorne deutet Armin Reichel an, etwas Luft verschaffen wieder. Aus. 150.000 Kartenbestellungen hat es gegeben für diese Begegnung. Die Arena hätte man also bequem 3 oder 4 Mal füllen können. Und das trotz einer Live-Übertragung im Fernsehen und trotz saftiger Eintrittspreise. Normalerweise bezahlt man für ein Meisterschaftsspiel etwa 25 Lei. Heute kostet der Tritt zwar das Vierfache, nämlich 100 Lei. Und man muss dabei in Relation setzen, das Durchschnittseinkommen eines Arbeiters, der im Monat etwa 2000 Lei nach Hause bringt. Kein Wunder, dass die Karten gar nicht offiziell verkauft wurden. Sie wurden verteilt an Betriebe, Fabriken und die Universität. Stefanescu. Er treibt das Spiel immer wieder an, versucht es zumindest. Bongas. Zu dicht vor das Tor gezogen. Keine Mühe für Lung. 1,93 Meter groß. Sicherlich eher verwundbar durch Flachschüsse, Freistoß für Craiova. Wolfgang Wolf hat sich da ein bisschen zu energisch gegen Balac eingesetzt. Solgau mit der Nummer 11. Balac. Ja, er führt den Ball sehr, sehr eng. Wenn er einmal ins Laufen gekommen ist, ist er kaum noch vom Leder zu trennen. Werner Melzer hat es zwar geschafft, aber natürlich auf Kosten eines Freistoßes. Und das soll, so hat man uns jedenfalls gesagt, die Spezialität von Balac sein. Freistöße aus 20, 25 Metern. Kaiserslautern ist gewarnt. Korrektur der Mauer. Noch weiter deutet Schiedsrichter Hecke an. Kurzer Anlauf. Angeschnitten und an die Latte. Ja. Er hat das unterstrichen, was man von ihm angedeutet hat, was man von ihm gesagt hat. 2, 3 Schritte Anlauf nur, dann gefühlvoll über die Mauer gehoben und Glück für den ersten FC Kaiserslautern, dass es nach 27 Minuten immer noch 0:0 unentschieden steht. Eilenfeld. Oh, jetzt stören sie sich gegenseitig. Erste Ecke für den ersten FC Kaiserslautern. Nach knapp 28 Minuten. Thomas Alloff. Bis auf Grisan alle Rumänen am eigenen Strafraum. Und wieder eine schlechte Hereingabe, das ist man vom ersten FC Kaiserslautern beinahe schon gewohnt. Eine Schwäche dieser Mannschaft, ganz ohne Zweifel. Nicht nur hier im Europapokal, auch in der Meisterschaft wird aus diesen Standardsituationen, aus denen andere Mannschaften viel mehr machen, nichts gemacht. Bremen.
guter Flankenwechsel auf Geier. Rainer Geier. Immerhin auch schon 33 Jahre alt. Und jetzt wird auch ein Spieler der Rumänen am Rande behandelt. Das ist die Nummer 7. Sie können es jetzt nicht sehen. In der Nähe der Mittellinie. Die Wade wird massiert, das Knie. Und so auch zu erklären, dass es die Rumänen im Moment etwas langsamer angehen lassen. Sie sind ja einer weniger. Solgau gegen Bremer. Kein Foul. Negrila. Ein Kampf mit Haken und Ösen zwischen Briegel und Kamataru. Die beiden größten, die beiden schwersten, die beiden kräftigsten Spieler gegeneinander. Da wird gerangelt, gekämpft, gezogen. Breme. Ja, der Ball hatte die Torauslinie bereits überschritten. Breme mit der Flanke zu lange gewartet. Krisan, die Nummer 7, jetzt wieder dabei, aber wenn ich seine Zeichen richtig verstanden habe zur Trainerbank, so heißen sie, ich werde es nochmal versuchen, aber es sieht nicht so besonders gut aus. Und es macht sich auch schon ein Spieler warm für Universitatea Craiova. Stefanescu. Schlecht gemacht von Werner Melzer. Schlecht angenommen. Und Eckball für Craiova Balasch. Kurz gespielt. Und wieder ein Angriff auf den Torhüter. Diesmal sicherlich im Eifer des Gefechtes. Reichel erneut am Boden. Ja, er muss schon einiges einstecken, wenn Kamataru da hochspringt. Ich sagte es bereits vorhin, so gefährlich können Eckbälle werden. Dusek. Breme. Stefanescu. Dusek gegen Negrila, ein offensiver Verteidiger, der gefährliche Flanken schlagen kann. Tilihoi.
hervorragende Aktion des rumänischen Rechtsverteidigers, aber natürlich auch sehr gut aufgepasst von Armin Reichel. Das war nun schon der zweite oder dritte Abschlag, der sehr weit flog. Und die Spieler des ersten FC Kaiserslautern standen nur kurz hinter der Mittellinie. So ist der Ball natürlich sofort verloren, kommt sofort zurück und bringt natürlich auch keine Entlastung. Beide Außenverteidiger schalten sich immer wieder geschickt in das Angriffsspiel mit ein. Ungureanu von links und Negrila von rechts. Melzer. Balasch. Ja, er versteht es, seinen Gegner auf engstem Raum auszumanövrieren. Er hat sich in den letzten Minuten gesteigert. Noch 10 Minuten bis zur Halbzeit. Und es heißt immer noch 0:0 unentschieden. Vor etwa 50.000, 55.000 Zuschauern in Craiova. Ein bisschen verschätzt von Briegel. Das Übergewicht der Gastgeber wird stärker. Gesperrt. Hannes Bongard, der Routinier beim ersten FC Kaiserslautern, hat sich da Cicleanu in den Weg gestellt und den Weg versperrt. Kaiova hat die Initiative in den letzten Minuten immer mehr an sich gerissen. Die Entlastungsangriffe, die Entlastungsversuche des ersten FC Kaiserslautern sind seltener geworden. Und der Spielmacher der Rumänen, Balasch, kommt in Laune. Gestoßen von Brehme gegen Zschollgau, die Nummer 11. Achtung, kein Strafstoß, aber die prekären Situationen im Strafraum des ersten FC Kaiserslautern häufen sich jetzt doch bedenklich. Geier, Alos. Negrila.
Man versucht jetzt natürlich erst einmal den Ball in den eigenen Reihen zu halten, etwas zur Ruhe ins Spiel wieder zu bekommen. Briegel, die beiden Kapitäne gegeneinander. Und das war auch nicht gerade fair, was Stefanescu da gemacht hat. Noch 5 Minuten bis zur Pause, 0:0. Es wäre natürlich wichtig, wenn dieses Resultat in die Kabine gerettet werden könnte. Das gäbe noch einmal Auftrieb, ohne Zweifel. Und Trainer Rudi Gröner deutet das auch an, mit Handbewegungen. Ihr müsst weiter hinten raus, ihr lasst euch zu weit nach hinten drängen, aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. Das frühe Angreifen, vor allen Dingen der Sturmspitzen, Alof Nilsson, wird im Moment nicht mehr so beherzigt wie in der ersten Viertelstunde. Kilihoy, Balasch, Wolf wie ein Schatten. Stefanescu. Nilsson. Rechts. Rechts war Eilenfeld in Stellung gelaufen. Zu lange gewartet. Und dann ein erneutes Foul gegen den schwedischen Mittelstürmer im Rest des ersten FC Kaiserslautern. Bonga. Universitat Tea Krajowa, eigentlich noch eine recht junge Mannschaft, ein junger Verein, erst 1948 von Studenten gegründet. Die Mannschaft besteht natürlich heute nicht mehr aus Studenten oder aus Akademikern. Das, was sie hier auf dem Rasen stehen, das sind Profis östlicher Machart. Wir haben uns vorher über das Einkommen erkundigt und man hat uns gesagt, ein Arzt in Rumänien verdient etwa 5000 Lei und ein Spitzenspieler dieser Mannschaft verdient gut und gern das 3- bis 4-fache von Amateurismus, also sicherlich keine Rede. Negrina. Balasch. Wir haben das Glück gehabt, dass der Ball an allen vorbeigesegelt ist. Ungureanu. Kilihoy. Kaiserslautern in Bedrängnis. Bongard.
der Hannes Bongartz ist immer ein wenig zimperlich, er hält nicht so gerne drauf und immer dann, wenn er sich wirklich mal so einer etwas härteren Attacke entscheidet, dann ist es auch immer gleich ein bisschen wie faul aus. So auch hier. Noch eine Minute in der ersten Halbzeit. Spielstand 0:0 unentschieden und wenn man die letzten 20 Minuten betrachtet, der Postenschuss, der an der Latte landete, so kann man dieses Unentschieden, das der erste FC Kaiserslautern bis jetzt erreicht hatte, vielleicht sogar als ein wenig glücklich bezeichnen. Die Mannschaft hat sehr konzentriert, sehr gut angefangen, lässt sich jetzt aber in den letzten Minuten immer mehr in die Defensive drängen und wenn man die zweiten 45 Minuten voraussieht, so muss man sagen, dass das eigentlich auf Dauer nicht gut gehen kann. Melzer, Husek, Bongartz, Geier. Vielleicht jetzt noch einmal die Gelegenheit zu einem konstruktiven Angriff. Eine echte Torchance hat der erste FC Kaiserslautern sich bisher jedenfalls noch nicht erarbeiten können. Nun, das müssen die Pfälzer auch gar nicht führen, ja, wenn man das Gesamtergebnis betrachtet. Bongartz. Abseitsposition angezeigt vom Linienrichter auf der gegenüberliegenden Seite. Nun, ganz so überzeugend sah das von hier oben aus der Sprecherkabine natürlich nicht aus. Aber der Linienrichter hatte sie sofort, die Fahne hoch und Schiedsrichter Hackett zögerte auch keine Sekunde mit dem Pfiff. Husek, Bongartz. Einwurf für Universitatea Craiova und jetzt bereits gut eine Minute über die Zeit gespielt. Es gab zwei kurze Unterbrechungen bei der Behandlung von Armin Reichel und bei dem Foul bei der Behandlung von Wolfgang Wolf. Halbzeitpfiff vor 50.000 Zuschauern in Craiova. Für die Gastgeber sicherlich ein unbefriedigendes 0:0 unentschieden. Wir sind gespannt darauf, ob sich der erste FC Kaiserslautern steigern kann in der zweiten Halbzeit. Das wird für meine Begriffe nötig sein, denn jetzt wird man auch von Seiten der Studentenmannschaft aus Craiova noch energischer zur Sache gehen. Damit zunächst einmal zurück nach Deutschland zu Hans-Reinhard Scholl. Mannschaften betreten in diesem Augenblick wieder das Spielfeld und soweit wir bisher übersehen können, gibt es eine Auswechslung und zwar bei Universitatea Craiova ist neu im Spiel die Nummer 13 Beldeanu für die Nummer 7 für Krisan und diese Auswechslung deutete sich ja bereits vor der Pause an. Der quirlige Rechtsaußen ist angeschlagen und also nicht mehr dabei. Beim FCK keine Auswechslung. Es gab eigentlich auch keinen Grund für eine solche Maßnahme. Außerdem, das muss man auch sagen, gibt es auf der Bank sicherlich auch keine großen Alternativen. Vielleicht noch einmal eine Anmerkung zum Spielstand. 0:0 steht es vor 55.000 Zuschauern. Und dieses 0:0, das sollte man wissen, das sollte man erwähnen, reicht dem ersten FC Kaiserslautern. Ein 1:0 allerdings würde den Gastgebern genügen. Und ob man die Taktik so anlegen kann, 45 Minuten dieses 0:0 zu halten, das wage ich zu bezweifeln. Das geht in den meisten Fällen ins Auge. Stefanescu, der sich in der ersten Halbzeit ein ganz, ganz grobes Foul an Wolfgang Wolf geleistet hat, dafür die gelbe Karte erhielt und im nächsten Europapokalspiel in jedem Fall zusehen muss, sollte seine Mannschaft eine Runde weiterkommen. Das ist er, die Nummer 13, Beldeanu. Er hat auch schon am Betzenberg gespielt. Und das machte natürlich auch eine Umstellung in der Abwehr des ersten FC Kaiserslautern notwendig.
Hasek, der sich bisher mit Krisan auseinandersetzte, spielt jetzt gegen die Nummer 11, gegen Jolgau, und Gegenspieler von Beldeanu ist Andreas Brehme geworden. Ungureanu, die Nummer 4. Tatea Krajova. Balasch. Glück für den ersten FC Kaiserslautern, ganz ohne Zweifel. Ich frage mich auch, warum Armin Reichel die Linie nicht verlassen hat. Für meine Begriffe muss er da raus, muss fausten. Ich glaube, beim nächsten Mal könnte das ins Auge gehen. Jolgau gegen Werner Melzer. Der Libero, oftmals in Feuerwehrfunktion, prescht immer wieder in die entstandenen Lücken. Riegel. Tikleanu. Und es geht, so sieht es zumindest aus, genauso weiter, wie es in der ersten Halbzeit aufgehört hat. Anrennen von Universitatea Craiova. Kaiserslautern ganz in der Defensive. Beldeanu. Ungureanu. Die Abwehrreihe von Kaiserslautern nicht mehr geordnet. Das ist ja der Schütze, Ungureanu, Linksverteidiger, Nationalspieler. Gelb für Balasch. Er hat Wolfgang Wolf in die Hacken getreten und der deutet gleich an. Und das wäre natürlich ein großes Handicap für die Gäste. Auswechseln. Es sah zunächst von hier oben gar nicht so schlimm aus. Hier ist er, der Sünder Balasch. Er ist ein glänzender Fußballer, das hat er hier schon unter Beweis stellen können. Aber er ist auch, das wissen die Leute hier in Rumänien und besonders natürlich in Craiova, ist ein Hitzkopf. In Kaiserslautern konnte er schon nicht dabei sein, weil er wegen einer gelben Karte aussetzen musste. Und jetzt erneut dieses Foul bestraft mit einer gelben Karte. Donosee. Craiova versucht, das Spiel schnell zu machen. Beldeanu. Wolfgang Wolf humpelt, ganz augenscheinlich. Und das bedeutet für Dieter Kitzmann, der sich an der Außenlinie warmläuft, dass er in Kürze wohl in die Mannschaft hineingenommen wird. Das wäre ohne Zweifel eine Schwäche für den ersten FC Kaiserslautern. Wolfgang Wolf hat seine Aufgabe bisher gegen Balasch ausgezeichnet gelöst. Ganz ausschalten kann man so einen Spieler eines solchen Formats sowieso nicht. Jetzt aber Jolgau, Kamataru. Und was entscheidet der Schiedsrichter jetzt? Es sah so aus, als wollte er einen Strafstoß geben. Auch der Linienrichter zeigte in diese Richtung, aber dem ist nicht so, Gott sei Dank, kann man sagen. Ich habe eigentlich auch eine
solche Situationen nicht gesehen. Abstoß vom Tor des ersten FC Kaiserslautern, aber prekär war natürlich auch diese Situation für das Gehäuse von Armin Reichel. Kein Abseits. Nilsson. Ein Dreivierteljahr ist der Schwede nun schon in Kaiserslautern in der Pfalz und man wartet eigentlich immer noch auf den Durchbruch des langen, etwas schlaksig wirkenden Schweden. Und für viele ist es einfach unverständlich, dass er sich in dieser Mannschaft nicht ebenso in Szene setzen kann wie bei seinem letzten Verein, bei IFK Göteborg. Man wartet weiter auf herausragende Leistung von Torbjörn Nilsson. Das ist Dieter Kitzmann, eines der jungen Talente des ersten FC Kaiserslautern, der sich in dieser Saison in den engeren Kreis der Mannschaft hineingespielt hat. Im Vorspiel hat er allerdings eine etwas unglückliche Rolle gespielt. Das hat Trainer Kröner auch bewogen, ihn zunächst einmal auf der Bank zu lassen. Wolf. Beim ersten FC Kaiserslautern, Balasch. Eilenfeld. Du ungenau. Die Angriffsreihe könnte sich zur Achillesferse der Mannschaft entwickeln. Alof, Nilsson und auch Eilenfeld. Sie alle laufen zwar viel, sie kämpfen wie die Kameraden auch, aber sie sorgen eigentlich zu keinem Zeitpunkt für Entlastung. Dazu kommen natürlich jetzt gerade auch in diesen ersten Minuten der zweiten Halbzeit sehr viele unnötige Ballverluste. Die Rumänen versuchen eine Abseitsfalle aufzubauen. Eilenfeld, Geie. Breme. So könnte es gehen, so müsste es eigentlich häufiger laufen. Endlich wurde einmal ein Angriff konzentriert durchgezogen. Bonga. Ich kann mich wiederholen. Auch dieser Eckstoß, wie schon der erste, in der ersten Halbzeit keine Gefahr für den Gegner. Guiano, Melzer, Nilsson. Mataru. Riegel hat ihn bisher gut im Griff. Das Schiedsrichtergespann gefällt mir gut bisher. Herr Hackett macht einen souveränen Eindruck. Bongard. Torhüter Lung. Bisher kaum beschäftigt. Thank you.
Extreme. Ein Feld und Foul. Ja, da hätte man auf Foul entscheiden müssen. Stornose hat ein Feld in die Hacken, in die Beine getreten. Aber das Spiel läuft weiter. Kamataru. Stornose. Links ungedeckt. Ungureanu. Auf den Flügeln entstehen immer wieder Lücken. Die beiden Außenverteidiger, beide sehr offensiv, nutzen das immer wieder geschickt aus. Tikleanu, Jolgau, Negrila, Tikleanu, von Universitatea Craiova war es eigentlich immer aus dem Schatten der Mannschaften auf der Landeshauptstadt Bukarest herauszutreten. Und das ist dem jungen Club in der Vergangenheit auch nachdrücklich gelungen. Universitatea Craiova ist erst 1964 in die erste Division aufgestiegen. Seitdem wurde man dreimal Landesmeister und dreimal Pokalsieger. Seit 10 Jahren, die Ausnahme ist 1976, hat man immer an europäischen Wettbewerben teilnehmen können. Ungureanu, Doppelpassversuch, missglückt. Dreimal traf man dabei auch auf deutsche Bundesligisten, 1978 auf Fortuna Düsseldorf, 1979 auf Borussia Mönchengladbach, 1981 auf Bayern München. Jedes Mal schieden die Rumänen aus, aber die Profis aus der Bundesrepublik hatten doch jeweils einige Mühe mit diesem Verein. Negrila. Jolgau, der sich gesteigert hat in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit. Und Beldeanu. Nilsson. Ganzer. Sie zu Hause, meine Damen und Herren, sehen in diesem Augenblick die Zeitlupe. Die sehen wir hier auf unserem Monitor leider nicht. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich sie für Sie nicht kommentieren kann. Es tut mir leid. Aber es ist halt technisch nicht möglich. Vielleicht haben Sie durch diese Zeitlupenwiederholung eine recht gute Möglichkeit des ersten FC Kaiserslautern verpasst. Geier war freigespielt worden, aber letztlich doch in Abseitsposition. Alof. Seine bisher beste Szene und Foul. Am Ball ist er stark, der Ex-Düsseldorfer. Wenn er auch diese Ballkontakte manchmal ein bisschen übertreibt, ein bisschen zu eigensinnig ist, aber diesmal wurde er schon im Ansatz gestört, gebremst. Gespielt genau eine Stunde. Freistoß Breme. Freistoß Andreas Breme. Gespielt 60 Minuten, immer noch 0:0 unentschieden. Kamataru gegen Briegel. Trotz seiner Länge, trotz seiner Körpermasse
sehr beweglich, der rumänische Mittelstürmer. Balas. Wolf scheint weiterspielen zu können. Stefanin. Alle lauter in der eigenen Hälfte. Kaiserslautern erscheint mir jetzt wieder ein bisschen gefestigt. Abseits. Klare Entscheidung. Torbjörn Nilsson im Abseits. 2-3 Meter waren es bestimmt. Kamatar. Negrila. Verfolgt von Alon. Ja, die beiden Außen des 1. FC Kaiserslautern, Eilenfeld und auch Thomas Alon, sind gezwungen, ihren Verteidigern immer wieder nachzurennen, immer wieder nachzusetzen. Fast umgekehrt das Verhältnis der Verteidiger zum Stürmer umfunktioniert und umgekehrt. Wieder Ungureanu. Ständige Anrennen in der letzten halben Stunde hat die Gastgeber sicherlich auch Kraft gekostet. Bongard. Ah, nicht energisch genug. Schlecht angespielt auf Thomas Alon. Tikleanu. Die Begegnung jetzt wieder offener. Das Übergewicht, dass die in Weiß spielenden Rumänen sich herausgearbeitet hatten, ist nicht mehr so stark, nicht mehr so augenfällig. Vorteil. Solgau. Auf den Rängen ist es auch etwas ruhiger geworden. Aber das kann sich natürlich auch sehr, sehr schnell wieder ändern. Breme. Eilenfeld steht frei. Riegel. Bongard. Breme. Jetzt müssen einmal die Rumänen hinterherlaufen. Abseits. Abseitsposition, gleich zwei, Kaiserslautra, Eilenfeld und Nilsson. Und der Hecke zeigt an, Feuer soll nicht aufs Feld kommen. Jetzt erst ist das Spiel unterbrochen. Jetzt erst dürfen die Betreuer auf das Feld. Dem am Boden liegenden Eilenfeld. Und Rudi Kröner holt Dieter Kittmann zu sich heran. An die Mittellinie. Ich glaube aber nicht, dass er auswechseln will. Doch,
Nein, es ist wohl nicht nötig. Ich nehme an, Norbert Eilenfeld kann weiterspielen und der Kindmann kann sich doch erstmal wieder auf die Bank bzw. hinter das Tor begeben, um sich weiter warm zu machen. Kurze Verschnaufpause also für die Akteure. Es ist ein bisschen ruhiger geworden, das Spiel ist ein bisschen verflacht. Das spricht eigentlich, so komisch es sich vielleicht anhören mag, für den ersten FC Kaiserslautern, der die Partie jetzt wieder ausgeglichener gestaltet. Die Überlegenheit von Universitatea Craiova ist nicht mehr zu stark. Kamataro. Bremen. Die ersten Unmutsäußerungen jetzt auf den Rängen. Man ist nicht mehr zufrieden mit den Leistungen der eigenen Mannschaft. Und wieder ein Foul gegen Norbert Eilenfeld. Und das ist eine Sportlichkeit, die da eigentlich auch mit einer gelben Karte ahnen können. Die Rumänen sind ja sicherlich nicht zimperlich. Das zeigt allein die lange Liste der Spieler, die jetzt schon gelbe Karten aufzuweisen haben. 7 oder 8 sind es beim ersten FC Kaiserslautern. Hans-Peter Briegel und Michael Sisek von der Mannschaft, die im Moment auf dem Feld stehen. Balasch. Tigliano. Die 5 gegen Briegel. Gar nichts war da. Gar nichts. Sollte so aussehen, als hätte Briegel Tigliano gesperrt, aber dem war natürlich nicht. Und das hat der Schiedsrichter einwandfrei erkannt. Reicht. Tigliano. Negrila. Vorteil, Kamataru, Tigliano, Stefanescu, der Libero, Werner Melzer hat aufgepasst. Auf Kosten einer Ecke. Und sofort werden wieder die Fähnchen geschwenkt, kommen die Anfeuerungsrufe. Geier. Donnersee. Bis auf Torhüter Lung, jetzt alle Spieler in der Hälfte des ersten FC Kaiserslautern. Beldeanu. Erst seit Beginn der zweiten Halbzeit dabei. Gute Flanke. Nilsson. Gesperrt. Von Bremen. So langsam werden die Rumänen sicherlich auch etwas nervös. Denn sie müssen hier ja zumindest ein Tor erzielen. Ein 1:0 würde ihnen dann allerdings auch reichen. Zu spielen noch etwa 20 Minuten. Ungureanu. Stefanescu. Bremer. Ah, blind in die Mitte geschlagen, viel zu überhastet, er hätte Zeit gehabt, den Ball noch ein bisschen zu führen, zu sehen, zu schauen, wo seine Mitspieler sind. Dafür jetzt wieder dieser Angriff. Tigliano.
Craiova eine sehr erfahrene Mannschaft. Universitatea Craiova stellt ja im Moment das Gros der rumänischen Nationalmannschaft. Und die ist ja zurzeit recht erfolgreich. In der Europameisterschaftsqualifikation 5:1 Punkte hat man aufzuweisen, hat in Italien beim Weltmeister ein 0:0 Unentschieden erreicht mit 6 oder 7 Spielern von Universitatea Craiova. Und das große Rückspiel steigt in gut 4 Wochen am 16. April in Bukarest. Stefanet. Moment wieder Powerplay-Spiel auf ein Tor. Jolgau. Negrila. Geschoben von Briegel. Glück hat da der Nationalspieler gehabt, dass es da nicht einen Freistoß gegen ihn gab. Und die Tatsache, dass die Rumänen gleich noch einmal auswechseln werden, einen weiteren Stürmer auf den Platz bringen wollen, nämlich die Nummer 16, das ist Kirzu, die unterstreicht eigentlich das, was ich vorhin gesagt habe. Man wird so langsam aber sicher nervös. Breme. Auch ihm unterläuft wieder einer dieser dummen technischen Fehler. Man hat den Ball eigentlich ganz sicher, er lässt ihn dann über den Fuß rollen und der Gegner im Ball. Beldeanu. Briegel. Bonga. Breme. Gut gemacht diesmal. Direkt gespielt. Ah. Wolfgang Wolf bleibt liegen. Er hat offensichtlich einen Schlag auf die Nase bekommen. Fasst sich ins Gesicht. Achtung, Jolgau. Jolgau. Die zweite große Möglichkeit für Universitatea Craiova nach dem Pfostentreffer in der ersten Halbzeit. Jetzt diese glänzende Aktion von Jolgau, allerdings mit schwachem Abschluss. Sie sehen es, glaube ich, jetzt auch in der Zeitlupe. Wolfgang Wolf liegt immer noch am Boden, wird behandelt ganz rechts. Und jetzt wird auch die Auswechslung vollzogen. Für Universitatea Craiova. Es geht hinaus die Nummer 11, Jolgau, der wohl auch am Ende der Kräfte ist und der eben diese Großchance vergeben hat. Und hineingekommen ist die Nummer 16, nämlich Kirzu. Es geht weiter. Wolf kurz behandelt worden. Noch 15 Minuten muss der erste FC Kaiserslautern überstehen. Dann ist er im Halbfinale des UEFA Cup. Reichel. Ungurian. Die logische Umstellung beim ersten FC Kaiserslautern, der Gegenspieler von Jolgau, nämlich Susek, kümmert sich jetzt um Kirzu. Foul, nicht gegeben. Geier. Breme. Abspielen.
ja, auf Abseits entschieden, aber für meine Begriffe keine Abseitsposition von Torbjörn Nilsson. Aber der Fehler lag ganz augenscheinlich bei Hans-Peter Briegel, der einfach zu lange den Ball noch geführt hat, anstatt ihn direkt gleich steil auf den Schweden zu spielen. Hierzu der neue Mann. Werner Melzer zum ersten Mal über die Mittellinie. Eilenfeld. Geie. Gegen Beldianu. Bonga. Es sieht so aus, als sollten die Rumänen doch ein bisschen über ihre Verhältnisse gespielt haben, kräftemäßig nachlassen. Freistoß für Hannes Bongard. Und diesmal verfolgt Kamataru, der lange Mittelstürmer Hans-Peter Briegel, in den Strafraum. Er hält sich etwa in der Nähe des Elfmeterpunktes auf, gerangelt natürlich, und jetzt der Fall. Einwurf für Kaiserslautern, jawohl, richtig. Der linke Außenverteidiger bietet sich wieder an. Geil. Von Ballasch, das muss man sagen, haben wir jetzt schon minutenlang nicht mehr gesehen. Schon als 16-Jähriger kam er in die erste Mannschaft. Zehn Jahre spielt er für den Verein in der obersten Klasse, hat alle Titel mitgewonnen. Das sollte der erste FC Kaiserslautern nicht machen. Er sollte weiter versuchen, nach vorne zu spielen. Oh, mit gestrecktem Knie ist da die Nummer 3, das ist Tilihoi Torbjörn Nilsson, ins Kreuz gesprungen mit voller Absicht. Alofs auch heute nicht besonders glücklich in seinen Aktionen. Einen Satz kann man ihm, wie auch allen seinen Mitspielern, natürlich nicht absprechen. Aber auch er ist, glaube ich, insgesamt gesehen ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zumindest in den letzten Wochen und Monaten. Stefanetz. Den Angriffen von Craiova fehlt natürlich auch die große Linie. Viel Stückwerk, vor allen Dingen je länger die Partie dauert. Pfiffe von den Rängen. Ich glaube, die 40.000, 50.000 Zuschauer haben sich im Laufe dieser Partie insgesamt doch auch etwas anders vorgestellt. Reichelt. Noch 10 Minuten. Negrila. Kamataru. Sieht so aus, als hätte Hans-Peter Briegel so langsam aber sicher doch kapituliert. Eilenfeld. Thank you.
gefährlich dieser Aufsetzer von Kamataru aus, ja, fast 30 Metern. Er setzte relativ weit vor dem Gehäuse von Armin Reichel auf und er hatte alle Mühe. Kamataru, der Mittelstürmer. Und sofort wieder Stimmung auf den Rängen. Ballasch. Fünfte Ecke. Reichel, wieder nicht aus dem Tor. Und da ist der Ball im Netz. Da ist der Ball im Netz. Und 30. Minute der zweiten Halbzeit. Also 8 Minuten vor dem Ende. 1:0 für Universitatea Craiova. Und der Torschütze, er ist nicht genau auszumachen. Wir meinen, es war die Nummer 5, Cicleanu. Noch 8 Minuten und jetzt gibt es natürlich für den ersten FC Kaiserslautern nur noch eine einzige Devise, nämlich Angriff um jeden Preis. Ob man jetzt 2 oder sogar 3:0 verliert, ist völlig egal. Man muss hier ein Tor schießen zum 1:1 Unentschieden. Stefanescu, der Libero. Beldeanu, Nilsson, Allof, Eilenfeld, Abseitsposition von Kamataru. Jetzt wird es noch einmal spannend. Bongas, Briegel, jetzt in vorderster Linie. Breme. Oh, wieder ein ganz böses Foul. Ein ganz böses Foul von der Nummer 2, das war Negrila, der da mit gestrecktem Bein Melzer entgegengesprungen ist. Hoffentlich behalten die beiden Mannschaften jetzt Ruhe. Das Mindeste, was Negrila jetzt bekommen müsste, wäre eine weitere gelbe Karte. In jedem Fall zunächst einmal Freistoß für Kaiserslautern, Torentfernung etwa 25 Meter. Rudi Gröner setzt alles auf eine Karte. Er will noch einmal auswechseln, will Bruno Hübner ins Spiel bringen. Doch zunächst einmal der Freistoß. Jetzt endlich ist er freigegeben. Bongas und Briegel. Abseits, abseits, längst abgepfiffen. Abseitsposition von Wolfgang Wolf. Und jetzt kommt die Auswechslung. Verständlich, dass es die Rumänen jetzt etwas langsamer angehen lassen. Abseits. Ballasch. 2:0. Nein. Die Möglichkeit, alles klar zu machen für Ballasch. Auch hier die Zeitlupe. Wolfgang Wolf.
Und wieder ein Foul von Unguriano. Das alles bringt Zeit. Das unterbricht den Spielfluss des ersten FC Kaiserslautern, der immer noch nicht ausgewechselt hat. Und das liegt aber auch ein bisschen daran, die Spieler müssen halt den Schiedsrichter einfach darauf aufmerksam machen, dass gewechselt werden soll. Jetzt kommt die Nummer 14, Bruno Hübner. Aber es hat noch keiner angedeutet, wer hinausgehen soll. Das kostet alles die Zeit des ersten FC Kaiserslautern. Jetzt erst geht Eilenfeld hinaus. Und damit kann das Spiel weitergehen. Bruno Hübner also für Norbert Eilenfeld. Melzer. Abseits. Die Minuten verrinnen. Einwurf für Kaiserslautern. Wiederholung des Abschlages. Es war ein Foul, gestrecktes Bein von Kirsu, aber das hat er ja auch nur erreichen wollen, der rumänische Spieler. Die Partie ist unterbrochen und die Sekunden verrinnen. 1:0 und sie spielen nach meiner Uhr jedenfalls noch 2 Minuten. Bonga. Melzer. Noch einmal Bonga. Melzer. Briegel. Das Spiel ist schon wieder unterbrochen. Warum, ich weiß es nicht, ich kann es Ihnen nicht sagen. Der Linienrichter hatte zwar wieder die Fahne oben, aber wo da Abseits gewesen sein soll, das weiß ich beim besten Willen nicht. Negrila. Kamataru. Bremer. Weit nach vorne. Etwas anderes kann es doch jetzt nicht mehr geben. Hübner. Alon. Er wird sicherlich gleich gefoult. Nein. Verliert den Ball. Und Freistoß. Freistoß für Universitatea Craiova. Ecleanu liegt am Boden. Und so langsam muss sich der erste FC Kaiserslautern wohl damit abfinden, dass die vierte, zugleich auch die letzte Runde im diesjährigen UEFA-Pokal für die Pfälzer ist. Ein vermeidbares Tor. Zu einem Zeitpunkt, als alles darauf hindeutete, als sei dieses 0:0 so gut wie sicher. Craiova hatte seine Bemühungen, ich will nicht sagen eingestellt, aber sie waren noch schwächer geworden. Die Angriffe und dann dieser Eckball und dieses Tor aus kürzester Distanz. Torhüter Lung, Negrila, Geier. Donosé. Alles etwas ungeordnet, dieses letzte Anstürmen des ersten FC Kaiserslautern. Es fehlt ein bisschen die Übersicht und jetzt, wenn sogar ein Fotograf aufs Feld und kickt den Ball wieder auf den Platz. Der Linienrichter hat es gesehen, zeigt es auch an und es wird sicherlich jetzt eine Spielunterbrechung geben. Ein Fotograf war 1-2 Meter ins Feld hineingelaufen, hatte den Ball, der natürlich sicher ins Ausgegangen wäre, wieder aufs Spielfeld
zurückgekickt. Und jetzt entscheidet Herr Hackett aus Sheffield auf Einwurf. Rauferei jetzt hinter dem Tor von Universitatea Craiova. Sie sehen es in der totale Einspieler. Liegt am Boden. Ich glaube, es ist die Nummer 3. Es ist Tilly Hoy. Es wäre natürlich schade, wenn diese Partie jetzt in den letzten Sekunden noch aus den Fugen gerät. Der Schiedsrichter erkundigt sich bei seinem Mann an der Seitenlinie. Nichts Schlimmes gewesen und das Spiel geht weiter. Die letzten Sekunden ohne Zweifel. Wolfgang Wolf. Zusammenprall, Freistoß. Der Schiedsrichter behält. Gut, es geht die Übersicht. Freistoß für Universitatea Craiova und gespielt auf meiner Uhr jetzt 47,5 Minuten. Also 2,5 Minuten über die Zeit. Und noch ist die Chance für den ersten FC Kaiserslautern gegeben, aber sie hauste. Den Ball einfach ins Ausgedroschen und das ist der Schlusspfiff. Universitatea Craiova hat das Halbfinale erreicht. Wenn man die 90 Minuten noch einmal rekapituliert, so muss man sicherlich sagen, dass der Erfolg der Rumänen insgesamt verdient ausgefallen ist. Der erste FC Kaiserslautern hat gekämpft, hat streckenweise gut gespielt, aber letztendlich hat es doch nicht gereicht. Die Abwehr stand über weite Strecken recht gut. Wenn man so will, wurde das Spiel im Angriff verloren. Kaiserslautern hat über 90 Minuten nicht eine einzige Torchance zustande gebracht. Und das ist viel zu wenig, auch wenn man nach dem Vorspiel 3:2 geführt hat. Schade, der erste Bundesliga-Club ist damit ausgeschieden. Wir haben aber noch zwei Eisen im Feuer. Vielleicht ergeht es Bayern München und dem Hamburger SV heute Abend etwas besser.